Wissen Sie, wen ich gefressen habe? Vegetarier. Haben wir welche hier? Zeig sie mal auf, bitte. Eine? Ja, die anderen wahrscheinlich schon zu schwach, um noch die Hand zu holen. Und bitte, ich meine jetzt nicht die lieben Leutchen, die einfach gerne Gemüse essen, dieses tun und andere zufrieden lassen. Die meine ich nicht. Ich rede von diesen, wie soll ich sagen, Vegetarieristen. Deren einzige Lebensaufgabe darin zu bestehen scheint, uns alles fressern. Und als solches ist der Mensch von der Schöpfung nämlich konzipiert, den Fleischgenuss zu vermiesen. Und es ist Quatsch, was Sie sagen. Ich meine, fürs Tier kommt es wirklich auf selber raus, ob wir es töten oder ihm das Futter wegfressen. Und dann diese Welle, die die immer machen im Restaurant. Ne? Herr Ober, sagen Sie, ist das auch wirklich eine Gemüsebrühe? Nicht, dass Sie da Fleischwürfel verwendet haben. Wissen Sie, ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch. Die rauchen ja auch alle nicht. Ne? Und wenn ich mir mal eine anmache nach dem Essen, da geht es aber ab. Ich sage dann immer, schön! Wissen Sie was? Mich bringt er um und ich mache auch nicht so ein Trara. Und vielfach sind diese Leute ja auch militante Tierschützer. Ne? Die quatschen einem beim Italiener noch in die Thunfischpizza rein. Sie Thunfisch essen. Ist lecker. Denken Sie denn nicht an die Delfine, die in den Netzen mitverenden? Ess ich mit, sind auch lecker. Aber die sind doch so süß. Wieso ist ein Delfin süßer als ein Thunfisch? Nur weil es keine Fernsehserie über einen Thunfisch gibt. Intelligent. Wenn die so intelligent sind, was machen die dann in den Netzen? Bitte. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin wahnsinnig tierlieb. Ich bin selbstverständlich gegen Tierversuche für die kosmetische Industrie. Die brauchen wir nicht. Ich weiß auch so, dass ein Pitbull mit Lippenstift scheiße aussieht. Ich habe jetzt eine sehr interessante Statistik gelesen. Und zwar stand da, 84% der Frauen, die häufig bis regelmäßig den Orgasmus vortäuschen, sind Vegetarierinnen. Und ich habe erst lange überlegt, wie hängt das denn zusammen? Aber dann wurde es mir klar, diese Frauen haben natürlich eine psychische Blockade. Sie sagen sich, nein, ich lasse es nicht zu, dass so ein Stückchen Fleisch mir so einen Spaß macht. Also täuschen Sie den Orgasmus vor. Denn das macht eine Frau ja nicht, wie viele Männer meinen, um uns eine Freude zu machen. Im Gegenteil, eine Frau täuscht den Orgasmus vor, um einen Vorgang abzukürzen, der ihr keinen Spaß macht. Nehmen wir mal an, der Mann hat die Frau so an den Ohren. Und stupse mit dem Kopf immer so ins Kissen. Ne? Gibt's ja. Kennen Sie nicht? Doch. Und die Frau denkt völlig zu Recht, lieber Gott,
Mach, dass dieser Hirni mit dieser Scheiße aufhört. Also täuscht sie den Orgasmus vor. Oder so ähnlich. Ja, nur, der Mann, dieser Depp, natürlich Vegetarier, zieht doch die völlig falschen Schlüsse daraus. Der denkt doch, hey, hey, hey. Wenn ihr dann schon so einen Spaß macht, hau ich hier beim nächsten Mal den Kopf auf den Nachttisch.